Diese Fotos von ungarischen Juden bei ihrer Ankunft in Auschwitz, wir wissen bis heute nicht, warum diese Fotos entstanden sind. Wir nehmen an, dass sie dazu dienen sollten, Himmler zu berichten, wie dieser große Auftrag erfüllt worden war. Der Massenmord in Auschwitz und den anderen Vernichtungslagern ist geheime Reichssache. Aber Verbrechen diesen Ausmaßes lassen sich nicht geheim halten. Witold Pilecki, ein polnischer Offizier, geht freiwillig als Häftling nach Auschwitz und schafft es, aus dem Lager wieder zu entkommen. Seine detaillierten Berichte, ebenso wie die von 5 weiteren Widerstandskämpfern, die aus Auschwitz fliehen können, machen dem Westen klar, was dort wirklich passiert. Die sogenannten Auschwitz-Protokolle berichteten detailliert darüber, was in Auschwitz geschah, über die Gaskammern, sogar mit genauen Lageplänen. Die Männer, denen die Flucht aus Auschwitz gelungen war, überbrachten eine Nachricht der Juden im Lager. Es ist uns egal, wenn sie uns bombardieren. Dann können die Deutschen wenigstens keine Juden mehr hier umbringen. Wir sind ohnehin schon tot. Alliierte Flugzeuge greifen fast täglich kriegswichtige Ziele in Hitlers Reich an. Auch das Arbeitslager Auschwitz III-Monowitz. Das nahegelegene Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wird nicht bombardiert. Aber die Bombardierung von Auschwitz würde auch Gefahren mit sich bringen. Die NS-Propaganda könnte es ausschlachten, wenn alliierte Bomben jüdische Arbeiter töten. Und außerdem fürchtet der Westen den Vorwurf, den Krieg vor allem für die Juden zu führen. Die Juden in Auschwitz hätten sicher ein Bombardement willkommen geheißen, auch wenn ihnen bewusst war, dass sie dabei sterben könnten. Es hätte ihnen gezeigt, dass es jemanden interessiert. Als man wusste, was in Auschwitz passierte, hätte es unumgänglich sein sollen, das Lager zu bombardieren, selbst wenn dabei Juden ums Leben kommen. Es gab mehrere Brücken, die für die Deportation der ungarischen Juden wichtig waren. Hätte man diese Brücken bombardiert, wäre es für die Nazis viel schwieriger geworden, ihre Aktion fortzusetzen. Außerdem hätte es ihnen gezeigt, dass man genau wusste, was sie taten und dass man sie dafür zur Rechenschaft ziehen würde. Der jüdische Weltkongress sammelt Protokolle und Beweise für den Massenmord an den Juden, um die US-Regierung doch noch von einem Eingreifen zu überzeugen. John J. McCloy, die Nummer 2 im US-Kriegsministerium, schrieb da: Vertreter des jüdischen Weltkongresses wenden sich auch an Winston Churchill, den britischen Premierminister. Doch auch der sieht die Risiken einer Bombardierung als zu groß an. Churchill kümmerte sich nicht um Dinge, die nicht ganz oben auf seiner Liste standen. Wenn Churchill etwas wirklich wollte, fand er einen Weg. Was die Bombardierung von Auschwitz angeht, tat er das nicht. Wir können die Juden nicht retten, wenn wir den Krieg nicht gewinnen. Das war ihre Argumentation. Das Gegenargument.